Hey Leute! Ein herzliches Willkommen bei Pokémon JN. Heute öffnen wir wieder drei Dampfkessel Booster Packs. Wir haben uns hier ein Single Display besorgt für 45 Euro das Stück. Hinten links und hinten rechts seht ihr auch nochmal ein Single Display. Also wir sind gut vorbereitet für die nächsten Openings. Wir wünschen euch viel Spaß. So, dann packen wir das einfach mal aus. Finde ich halt ein bisschen als auf Weihnachten mehr, oder? Ja, kann ich verstehen. So, nehmen wir mal die ersten drei. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite ein Gardevoir Booster Pack, in der Mitte ein Volcanion und auf der linken Seite ein Yveltal Turbo. Hoffentlich bringen die schöne Puls und wir sind gespannt. So, dann starten wir mal mit dem ersten. So, da wir jetzt ziemlich viele Codes für die Giveaways gesammelt haben, zeigen wir euch jetzt die Codes, weil wir jetzt erstmal genügend haben. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Wir hoffen, dass ihr auch gute Karten zieht. Mal gucken, was wir so drin haben. So, und los geht's mit... Klicklack. Hier haben wir einen Ninja-Junge. Die Karte haben wir noch nie gezogen bis jetzt. Das war das erste Mal. Da freue ich mich schon drüber. Dann haben wir Panpyro. Meryl. Ein Ponita. Mit auch hübschen Artwork mit den Fenstern da oben. Hier haben wir einen Lichtel. Einen Watzapf. Leider nur diese Knet-Artwork. Das gefällt mir gar nicht, aber... Man kann nicht alles haben. So, hier haben wir einen Tampignon. So, und nochmal der Ninja-Junge in Reverse. Cool, das freut mich. Und die seltene Karte ist ein Panferno in Holo. Das startet doch mal ganz gut, das erste Booster-Pack. So, mal gucken, was das Vulcanion-Booster-Pack so mit sich bringt. Schnell die anderen beiden Karten in der Folie rein. So, dann nochmal der Code für euch. So, und das zweite Booster Pack startet mit wieder einem Ninja-Junge. Das ist sehr witzig. Vorher, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt die 14. Folge. In 13 Folgen nicht einmal den Ninja-Jungen gezogen und jetzt in zwei Booster-Packs gleich dreimal. So, Panpyro. Dann haben wir Duodino. Nasknet. Dann haben wir hier einen Panflam mit einem sehr bezaubernden Artwork mit dem Zahnrad passend zum Dampfkessel-Display. Also das gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier das erschrockene Mauzi, Hopspross, Lichtel, oh, ich sehe hinten schon irgendwas glänzen, das freut mich jetzt schon ein bisschen. So, das Reverse ist ein Kapuno und die seltene Karte ist ein, ja, Gardevoir X, die haben wir auch noch nie gezogen, hammergeil. Ah, guck mal, dieses Artwork. Sieht das nicht schön aus? Hammer! So, nun kommen wir zum letzten. Ja, einmal jetzt das Yveltal Booster Pack. Besser kann es jetzt fast gar nicht mehr kommen. Wir haben jetzt schon wieder eine Full Art Karte gezogen. So, der letzte Code für heute. So, dann schauen wir mal, was das letzte Booster Pack bringt. Es geht los mit einem Laternecto.
Hier haben wir einen Vacherguil, Blanas, Ignivor, wieder ein Wapser, Tangela, ein Gladiantri, ein Otaro. So, die Reverse ist ein Scampisto. Und die seltene Karte ist ein Ampharos in Holo. Haben wir zwar schon mal gezogen, aber ist eine coole Karte mit dem Mond im Hintergrund. Sieht echt süß aus. Haben mehr. So, dann wollen wir uns nochmal schnell unsere Highlights angucken. Ich muss mal eben die letzten zwei Karten noch in Folien reinmachen. So. Dann haben wir hier einmal das Scampisto in Reverse. Das Kapuno in Reverse. Dann den Ninja-Junge in Reverse, den wir unbedingt haben wollten. So, Ampharos in Holo. Sehr, sehr coole Karte. Und noch den Panferno in Holo. Auch eine coole Karte. Und jetzt der beste Loot in diesen Boostern. Gardevoir X in Full Art. Das freut uns. Hammer geil, wirklich. So, das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.